Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir überlegt, ich mache diesmal ein extra Video daraus. Und zwar geht es darum, der Plan war ja, nach Österreich in den Urlaub zu fahren. Mit meinem Camper. Jetzt ist der aber auf Höhe Offenbach zum Stehen gekommen, weil die Dieseldruckleitung geplatzt ist. Und die hat 200 Bar Druck ungefähr und das fliegst du nicht. Ja. Eigentlich war geplant, dass ich jetzt nach Österreich fahre mit meiner Mutter und den lieben Walter besuchen fahre. Aber das hat jetzt leider ein jähes Ende, weil mir ist die Dieseldruckleitung geplatzt und damit fahre ich kein Stück mehr weiter. So, hier kann man ganz gut sehen. Das stinkt an der Diesel, das könnt ihr natürlich nicht riechen, aber hier unter dieser schwarzen Abdeckung, also hier, da wo ich gerade drauf leuchte, dieses breite schwarze Ding, da drunter geht auch die Dieseldruckleitung entlang und da sprüht es wie ein Springbrunnen raus. Und ja, damit kann man natürlich nicht mehr fahren, das ist gefährlich. Und ja, jetzt stehen wir natürlich hier an der Autobahn, schön mit Warnwesten an natürlich, ne? Wie es halt so ist, wie das sein muss. Und ja, jetzt warten wir halt hier, dass es endlich weitergeht. Mein lieber Bruder kommt jetzt aus Essen, ca. 300 Kilometer extra hierher gefahren, um uns hier abzuholen. Der ADAC schleppt uns an den sicheren Ort und mein Bruder kommt dann zu diesem sicheren Ort hin und holt quasi uns mit dem Anhänger ab, weil da steht ja mein Roller drauf. So, und den brauche ich natürlich noch, weil ich ja damit fahren muss. Der Bus, der wird jetzt nach Offenbach geschleppt und mit einem Sammeltransport dann irgendwann in irgendwie viele Wochen zu mir nach Hause gebracht. Ich wollte nur mal ein kleines Update mal geben. Ja, vielen Dank, lieber Michael, dass du das auf dich nimmst. Wir warten jetzt auf den ADAC, dass er jetzt endlich kommt und uns abholt. Ich halte euch später mal auf dem Laufenden, ne? Naja, jetzt ist das Ganze jetzt schon über 2 Wochen her und der Wagen steht immer noch in Offenbach, weil ich als ADAC Plus Mitglied habe ja die Vorzüge, dass der ADAC mir mein Fahrzeug nach Hause schickt oder bringt, ne? Theoretisch. Ja, in der Praxis sieht es so aus, dass sie das tun, ja. Die Frage ist nur wann. Erst hieß es 7 bis 10 Tage, dann hieß es, ach nein, es ist ja ein Wohnmobil. Ja, dann. Die haben so viel zu tun, die Leute, da ist überhaupt keine Zeit dafür. Und dann habe ich gesagt, okay, Hand aufs Herz, hat meine Werkstatt hier um die Ecke angerufen. Wie schwer ist das selbst zu reparieren, die Leitung zu tauschen? Ne? Hat er gemeint, ja, wenn du keine 2 linken Hände hast, ist das kein Thema. Ne? Gut, habe ich jetzt, das ist jetzt die Kurzfassung. Ne? Ich habe jetzt dann die Leitung bestellt, ist auch schon angekommen und jetzt fahre ich morgen um 9 Uhr mit dem Zug und mein schönen E-Bike nach Frankfurt am Main. Von da aus radel ich dann noch ein paar Kilometer bis nach Offenbach. Das ist nicht so weit. Repariere mein Auto selber. Das ist ja nicht schwer. Eventuell helfen die mir bei der Werkstatt ein bisschen mit, weil die konnten es nicht machen, weil sie keine Termine frei hatten. Aber ich darf in der Werkstatt, wo er jetzt steht, mein Auto selbst reparieren. Was beim Abschleppunternehmen leider nicht der Fall war. Naja. Da fahre ich jetzt morgen hin und da nehme ich euch jetzt dann ein bisschen mit. Ich gehe jetzt gleich schlafen und für euch ist es gleich Jugendmorgen. So, jetzt muss ich mir zum ersten Mal einen Fahrschein kaufen. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht und muss mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Ja, also scheinbar hat die Dame recht im Telefon gehabt. Ich brauche kein Ticket fürs Fahrrad. Ja. Und deshalb... Thank you.
So, das war die Frage. Ich muss zu Gleis 15. Ich bin eben durch ein Labyrinth gelaufen, samt Fahrrad, weil dieser Bahnhof hat 1, 2, 3, ja, sagen wir mal 4 Gleise, ne? Also wo Züge halten können. So, ich muss aber an, sieht man's? Nee, schade. Ganz dahin kann man es vielleicht erkennen, an Gleis 15. Gleis 15, ja. Wo soll das denn sein? Habe ich mich auch gefragt. Wo soll denn Gleis 15 sein? Vor allen Dingen, wenn man seit 25 Jahren das erste Mal wieder Zug fährt und hier gibt es 4 Gleise und du sollst auf Gleis 15. Naja, okay. Ich habe es dann gefunden. Das ist dann doch auf Gleis 1 und Gleis 1 geht weiterführend in Gleis 14, in Gleis 15a, 15b, wie ich es da hinten sehe. Genau, da hinten ist dann noch 15b. Und dieser Zug hier, der fuhr jetzt gerade von Gleis 1 ab. Ja, total logisch, ne? Wenigstens haben wir schönes Wetter, das finde ich schon mal super. Weil, wenn es noch Regen wäre, ist meine, Fettfinger im Weg. Wenn es noch Regen wäre, dann wird es ein bisschen weniger Spaß machen. Von daher, ich will mich gar nicht mal so beklagen. Danke, lieber ADAC, dass ich wegen euch diese Abenteuerreise unternehmen darf. Naja, das war ironisch, ne? Dann würde ich mal sagen, warten wir jetzt noch ungefähr 37 Fette. Ja, halbe Stunde noch. Ich wollte eigentlich vorsichtshalber noch ein Ticket buchen für nach Frankfurt für mein Fahrrad extra. Da gab es doch nur ein Tagesticket für NRW. Ich bin hier Rheinland-Pfalz und muss nach Hessen. So, aber wie gesagt, die Dame am Telefon hat ja gestern gesagt, Fahrrad kostenlose Mitnahme. Danke Deutsche Bahn, finde ich sehr lieb von euch. Und mit dem 9-Euro-Ticket, ja, kann man halten, was man will. Ich profitiere jetzt gerade mal davon. Ne? Ich hätte ein paar Euro mehr bezahlt. Und so bin ich eigentlich ganz froh. Ja, der ADAC, so großzügig wie er ist, hat er gesagt, ja, wir erstatten Ihnen die Reisekosten. Von 9 Euro. Mhm. Wer erstattet mir den ganzen Ärger, die Zeit, den Trouble, den ich habe? Weil an der Position, wo ich jetzt bin, hätte ich schon vor 10 Tagen sein können, ne? Wenn die mal ein bisschen ehrlich gewesen wären. Hätten die gesagt, ja, das dauert circa, das kann ja in ihrem Fall 4, 5, 6 Wochen dauern, bis wir ihr Fahrzeug runtertransportieren, weil aktuell so viel los ist, dann hätte ich schon viel früher eine andere Lösung gesucht, sprich diese hier. Ne? Naja, gut. Ja, wie sieht die Lösung eigentlich aus? Ja, ich habe jetzt die Ersatzteile dabei, sprich eine Dieseldruckleitung, habe mir von der Werkstatt freundlicherweise erklären lassen, wie das funktioniert. Also die Werkstatt war so freundlich und hat mir erklärt, wie das funktioniert und meint, wenn man keine zwei linken Hände hat, gut, eigentlich habe ich nur eine linke Hand, weil der rechte ist kaputt, so ein bisschen, die Schulter, aber naja, ich versuche mich mal da dran und ja, dann repariere ich quasi meinen Schaden selber und bringe meinen Wagen auch selber wieder nach Hause. Ja, that's the plan. Gut, dann würde ich sagen, warte noch mal auf den Zug und ich denke mal, im Zug werde ich euch wieder ein Stück mitnehmen. Ne?
angekommen in Frankfurt, endlich. Und jetzt suche ich schon mal den Weg aus dem Bahnhof raus und wie ich jetzt am besten und schnellsten nach Offenbach komme. Ich bin jetzt erstmal hier in Frankfurt am Main. Ich wollte jetzt am Bahnhof nicht großartig noch was filmen, weil da war so viel los, Polizei, Kontrollen und Frankfurt eben, ne? Ich dachte mal, es wäre ein Gerücht gewesen, aber scheint nicht ganz so friedlich zu sein, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall stehe ich hier unten am Main jetzt und ich muss jetzt hier den Fahrradweg da noch ein gutes Stück lang. Und dann geht es irgendwann rechts ab, also sprich in die Richtung, Richtung Offenbach. Und das sind ungefähr 9 Kilometer, oder? Was sagt mein Navi? 7,2. Ja, okay, ich bin ja auch schon ein bisschen gefahren vom Bahnhof bis hierhin. Na? Ja, da kommt gerade ein schönes langes Schiff. So, kleiner Zwischenstopp in the middle of nowhere. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich müsste theoretisch schon fast in Offenbach sein. Demnach müsste das da hinten noch zu Frankfurt gehören. Da bin ich eben durch so ein paar städtische Anlagen. Wenn die Aufnahmen funktioniert haben, blende ich euch doch mal ein bisschen ein, wo ich hergefahren bin. Ich hoffe, dass die Kamera läuft. Und von da komme ich jetzt gerade. Da geht es jetzt gleich weiter. Und das sind jetzt noch, mal schauen, mehr so weit. 1,7 Kilometer noch. Also da in die Richtung. Ich höre von hier auch schon die Autobahn. Ich weiß, da muss ich noch drüber fahren. Das habe ich mir gestern schon auf der Karte angeguckt. Und naja, dann fahre ich mal weiter. Gell? Ich melde mich dann nachher nochmal. Also ich muss schon sagen, hier gibt es auch schöne Ecken hier in Frankfurt. Ne? Also, oder Offenbach besser gesagt. Ich bin ja gleich in Offenbach. Da muss ich jetzt weiter. Ne? Und von der von der Straße da bin ich gerade rausgekommen und ja, hier bin ich jetzt bei der gesagten, boah, ich muss voll schreien hier, an der A661, wo ich eben von erzählt habe. Und normalerweise bin ich früher immer nur unter solche Brücke hergefahren. Hallo, wird da freundlich gehupt, finde ich super. Und haben jetzt noch 1,1 Kilometer mit dem Radl und ja, ich würde sagen, die fahre ich jetzt, denke ich mal, durch. Vielleicht. Angekommen in Offenbach, zumindest mal am Ortseingangsschild. Weil das alle Biker machen, ein Video vom Ortsschild, dann tue ich das eben auch. Ja, wie gesagt, juhu, Offenbach angekommen, sind jetzt noch ungefähr 1 Kilometer. Und dann bin ich endlich bei meinem geliebten Camper und hoffe, dass ich ihn repariert bekomme. Ne? Drückt nochmal die Daumen, wie das nachher aussieht. Ich versuche euch das ein bisschen zu zeigen, wie ich es mache. Ne? So, also. Hier drunter. Die Leitung hier, die ist betroffen. Das heißt, die muss ich abschrauben. Die geht aber leider nach da unten. So, dafür muss ich diesen dicken Turboschlauch abbauen. Und hoffen, dass ich da irgendwie drankomme. Das wird ein ganz schönes Gefummel werden. Naja, gut. I do my very best. So, erste kleine Erfolgsmeldung. Um die Leitung geht's hier und ich habe sie schon mal los. Jawohl, super, ich freue mich. So, und jetzt ist das Ding, jetzt muss ich da unten dran, aber da komme ich von unten. Also sprich, wenn ich jetzt mich unten drunter lege, da komme ich da dran. Jetzt muss ich noch gucken, fädel ich von oben nach unten die Leitung oder von unten nach oben gleich, aber das gucke ich gleich. So, da seht ihr jetzt die Schraube. Also die sieht genauso aus wie oben die. Also sprich hier die hier. Die muss ich auch noch lösen jetzt. Und dann muss ich gucken, dass ich ja an die neue Leitung dran kriege jetzt. Naja, ich versuche das jetzt mal abzumachen. Und dann die nächste dran zu machen, ist ja das andere Ding. Ne? So, gute Nachricht. Schraube ist auch los. So, ich hoffe, da kommt jetzt kein Diesel rausgelaufen.
So, drehe ich die mal hier ab. So. Okay, da kam Diesel raus. Ich war zum Glück nicht runter. So. Ach, stinkt das. So, da ist dieses silberne Teil und daneben muss es dran. Okay. Jetzt ist halt die Frage. Ich glaube, ich werde es versuchen, von oben hochzuziehen, um es dann so wieder durchzufädeln. Mal gucken, ob mir das gelingen tut. Wo tue ich denn das jetzt hier hin? Ich glaube, das lasse ich mal hier so hängen. Okay. Ich würde es versuchen, die Leitung von unten nach oben zu ziehen, weil ich habe mir auch genau vor, die so rum wieder da rein zu fädeln. That's the plan. So, hat funktioniert. So, das heißt, wir fädeln jetzt natürlich richtig rum die neue Leitung wieder hier unten durch. So. Und hier hat er jetzt gesagt, da muss ich jetzt aufpassen. Und zwar sollte ich jetzt, ist ganz schön friemelig, ne? Ist ganz schön friemelig. So. Aber wie kriege ich die Schraube nicht drüber? Warte mal, die Schraube, die muss quasi hier oben sein, erstmal. So, weil sonst kriege ich die nämlich, glaube ich, da. Okay. Man merke, die Leitung passt durch. So. Okay. Neuer Versuch. Gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, jetzt könnte es Umständen. Ja, genau. So. Genau. Und jetzt hat er gesagt, ich soll das hier so ein bisschen reindrücken. Natürlich gerade, versteht sich. Ja, gut, das ist einfacher gesagt als getan. Ne? So, und dann die Schraube mit der Hand andrehen. Lustig. Ich weiß, ihr seht gerade nichts, aber ich sehe auch selber nichts. Ich versuche das jetzt mal irgendwie so nach Gefühl mal die Schraube anzusetzen jetzt hier. Okay. So, ich ziehe nur gerade ein ganz klein wenig an. Die geht auch sehr leicht, das ist gut, das hat er mir gesagt, so muss das sein. Und jetzt gehen wir runter. So, jetzt sind wir wieder hier unten. Jetzt hole ich den Lappen wieder raus hier. So, jetzt haben wir quasi den Schlauch schon da, wo er hin soll. Na? So, das heißt also, ich drücke den jetzt quasi so ein bisschen hier rein. Ja, das ist auch wieder dieses Theorie und Praxis, ne? So, jetzt muss ich die Schraube hier erstmal wieder ansetzen. Ganz wichtig, die muss auch ganz leicht laufen. So hat das mir erklärt. Aber die muss genau gerade drauf gehen, die Schraube. So, ich glaube, ich habe es jetzt. Ja. Ich kann sie auch mit der Hand noch ein gutes Stück drehen. Genauso hat er es erklärt. So. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir die mal fest, oder? Und wenn man denkt, ist gut, noch ein bisschen. So. Ah, das haben die also gemeint mit, man kann immer nur ein kleines Stück drehen. Okay, man kann ja die Schlüssel rumdrehen, zum Glück. So. Also ich würde jetzt mal behaupten, das ist stramm, also fest genug. So, jetzt kommt hier oben die Schraube dran. Übrigens unten, da war eine 19er und hier oben ist eine 18er. Okay, ich drehe die mal mit der Hand noch so weit, bis es nicht mehr geht. So, da kann man passen. Genau, dann mal kurz losgedreht oder fest.
So, das heißt, sie ist auf jeden Fall nicht schief drauf. So. Wenn man keine Erfahrung hat, ne? Wie fest man sowas zieht. Das Problem ist aber auch, wenn man es jetzt nicht fest genug zieht, ist es undicht. Ne? Ich würde es jetzt mal so lassen. Boah, und drückt mir die Daumen, dass es dicht ist. Drückt mir die Daumen. Bitte, bitte, bitte. So, eventuell jetzt. Ja, das sieht gut aus. So, ich habe ja zum Glück die alte Spur, wo das dran war. So. Ich würde mal behaupten, schon fast. Denk mal. Jetzt muss ich noch mein Starthilfegerät holen und dann. Boah, Leute, drückt die Daumen, ne? Drückt die Daumen. Leute, was soll ich sagen? Ich hab's hingekriegt, glaube ich. Also, warte, ich zeig's euch mal. Ich geh mal rum. Also, da unten ist halt die Schraube, die untere da. Und ich hab's heute mit dem Papiertuch mal getestet. Auch unterm Auto. Und. Bis jetzt kommt mal nichts raus. Ich werde dann mal ein bisschen Gas geben und gucken, ob dann der Druck höher ist, ob dann immer noch dicht ist. Und, aber ich denke mal schon, weil selbst am Standgas kam aus der Leitung ja raus und ich bin die ganze Zeit wenig stolz auf mich. So, wieder unterwegs mit eigener Kraft. Ja, Wahnsinn. Was ich da hingekriegt habe, hätte ich von mir geschätzt. Als ich da reingeguckt habe, mein erster Blick, ne, dachte ich so, das schaffst du nie im Leben. Ne? Aber doch, ich hab's geschafft! Yes! Aber ich bin so froh, ne? So, kleiner Zwischenstopp. Ich habe nochmal alles kontrolliert. Ist noch alles dicht, zum Glück. Tropft nichts, hält. Das heißt, ich habe meine Reparatur gut erledigt. Oh Mann, ey. Das musst du dir mal reinziehen, ne? Nur weil der ADAC nicht in der Lage ist, diesen Wagen zu mir nach Hause zu transportieren, so wie er es versprochen hat. Naja. Gut. So ist das nun mal. Ich würde mich dann jetzt auch mal jetzt verabschieden mit diesem Video. Danke, dass ihr alle zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, bei einem schöneren und positiveren Thema. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.